Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über ein bekanntes Thema sprechen, das nicht nur heute so wichtig ist, aber auch jenes Mal schon wichtig war. Wie leben Eheleute zusammen? Wie sollen sie aneinander halten? Wie sollen sie leben, dass die Ehe gelingt? Dass sie wirklich auch das ganze Leben in ihrer Ehe glücklich leben? Und interessant, jenes Mal gab es auch Schwierigkeiten. Und da kamen die Pharisäer zu Jesus, die wollten immer ihn fangen, dass er etwas sagt, was falsch ist. Und dann sagen sie, du hast hier falsch gesagt. Und ich lese hier von Markus 10, vom zweiten Vers. Und die Pharisäer traten zu ihm, fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden möge von seiner Frau und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, um eures Herzens Härtigkeit willen hat er solches Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Kreatur hat Gott anders geschaffen. Er hat einen Mann und eine Frau geschaffen. Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und wird seine Frau anhängen und werden zwei ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Denn was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ja, ein Thema, was wirklich auch heute so aktuell ist. Ich weiß nicht, mir scheint es also, die Scheidungen nehmen zu und nehmen zu einfach ohne Ende. Und er sagt eigentlich, wenn Gott was zusammengefügt, es soll nicht sich scheiden lassen. Ein Schlüsselwort, was hier ist, ist also, was Jesus sagt, warum ist es so passiert, dass schon zu Mose-Zeiten die Leute sich scheiden ließen. Er sagt, um eurer Herzenshärtigkeit. Das Herz kann hart sein. Und von dieser Härte des Herzens kommt eigentlich auch die Scheidung. Wenn so du die Menschen fragst, warum haben sie sich geschieden, sagen sie, naja, es ging nicht einfach. Wir haben verschiedene Charakter. Es geht nicht hier oder ja. Sie finden hundert verschiedene Antworten, warum. Aber Jesus sagt, weil eure Herzen hart waren. In bestimmten Momenten waren die Herzen hart. Ihr habt einander nicht gehört. Und deswegen kam auch so, so wie es dann kam. Interessant auch, es kommt vom Herzen. Wenn wir also früher noch in Kapitel 7 lesen, da sagt Jesus, also das, was wir essen, das verunreinigt uns nicht, aber was von uns kommt, von dem Herzen, das verunreinigt uns. Er sagt, denn aus dem Herzen der Menschen gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Stücken gehen von innen heraus und machen den Menschen gemein. Auf das Herz muss man achten, dann klappt es auch in der Ehe. Auf das Herz. Es muss weich sein. Ihr kennt, was Jesus ja in der Bergpredigt gesagt hat. Ja, Matthäus 5, Vers 8. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und das ist wichtig, wirklich immer wieder zu achten, was ist passiert. Die Leute finden Ursachen und manchmal gehen sie nicht auf den Grund. Und Jesus, der wusste ja die Herzen. Der sagt, so war es, weil die Menschen Herzen geworden in ihrem Herzen. Deswegen ist es so passiert. Ja, jedes Mal war es so, dass die Männer konnten schreiben, einfach einen Brief und haben also die Frau entlassen. Also diese Frau brauche ich nicht, hat sich eine neue gesucht. Heute hat sich die Situation zum Teil auch geändert. Nicht nur Männer, aber die Frauen. Ein Soziologe, Sergei Belanowski, sagt es, dass es 68% der Scheidungen kommen auf die Initiative von der Frau. 30% sind es, weil es Drogen im Spiel sind, weil Alkohol im Spiel sind, weil Suchtkrankheit und so weiter. Aber dieses Individuelle ist ganz anders geworden. Die Forderungen sind höher geworden, die Wünsche sind geworden, wie mein Mann sollte oder wie meine Frau sein sollte. Auch die Männer, wenn es Jesus sagt oder Paulus sagt, liebt die Frauen, wie Jesus hat die Gemeinde geliebt. Wie hat Jesus geliebt? Er hat sich aufgeopfert. Diese aufopfernde Liebe, sie fehlt. Und ich denke, es gibt so vieles auch in der Bibel, was darüber steht, geschrieben. Aber ich denke, das Jesu-Wort ist hier so wichtig,
die Herzenshärtigkeit. Das Herz muss neu werden. Wir müssen uns bekehren zu Gott und beten, Herr, gib uns ein neues Herz, vergib die Sünden, ziehe in mein Herz hinein, weil wenn Jesus in dem Herzen, dann wird diese Härtigkeit wird weg und die Leute können zusammen sein, was Gott zusammen getan hat. Das wird nicht zerfallen und keiner wird es trennen können, weil die Herzenshärtigkeit weg ist und ein neues Herz, ein reines Herz da ist. Da kann man miteinander lieben, da kann man einander schätzen, da kann man miteinander das tun, was das Wort Gottes sagt und das Modell der Ehe aufbauen nach den Prinzipien der Bibel. Möge der Herr uns Gnade geben, diese wichtige Frage, dass wir es verstehen und dass wir uns zu Gott kommen und von ihm das neue Herz bekommen und dann bewahren es, dass es nicht hart wird, sondern dass es weich und herzlich bleibt. Der Herr möge uns segnen dabei. Amen.